Hallo, schön, dass du hier mit dabei bist im zweiten Teil zu der Gemini Junior. Ich möchte euch heute einmal die Mixmedia Standschablonen vorstellen. Das sind Standschablonen, die ihr benutzen könnt laut dem Hersteller für Kork, für Kunstleder, für Leder, für Filz, für Graupappe, um eure eigenen Chipboards herzustellen. Und ich würde auch sagen, dass ihr mit Sicherheit auch Moosgummi verwenden könnt, um dieses zu stanzen. Da nämlich die Stanzformen wesentlich dicker vom Metall her sind und auch höher als übliche Stanzformen. Ich weiß nicht, ob ihr es einigermaßen erkennen könnt. Hier rechts dieser gezackte Kreis, das ist eine Mixmedia-Stanzform. Die ist wesentlich dicker und höher als, wie gesagt, übliche Stanzformen. Hier links, das ist eine übliche Schriftform und ich werde euch gleich, wie gesagt, ein paar Tricks zeigen und auch, wie ihr die verschiedensten Materialien bis auf Leder, Kunstleder und Moosgummi ausstanzen könnt, weil ich das nicht hier habe. Ich habe jetzt hier etwas Stoff, den lege ich mir sozusagen immer zur Hälfte zusammen. Und dann sind das jetzt bestimmt bei mir 8 Lagen Stoff. Das Ganze lege ich jetzt hier drauf auf meine zerkratzte Acrylplatte. Dann nehme ich die Stanzform und lege diese mit der Schnittseite nach unten auf die zerkratzte Platte. Dann kommt diese Plastikplatte und dann meine nicht zerkratzte Acrylplatte. Das Ganze werden wir jetzt durch die Gemini einmal durchlaufen lassen. Und werden dann aber gleich, weil die ganze Platte nicht belegt ist, den Pauseknopf drücken und uns die Platte dann zurückholen. Ich habe jetzt gerade das Ganze ein wenig zu spät gedrückt, aber besser zu spät als gar nicht. Und wie man sieht, 8 Lagen schafft sie jetzt nicht, aber sie hat 7 Lagen geschafft, wie man das sieht. Also das heißt, am besten wäre dann vielleicht nur 6 Lagen Stoff zu nehmen. Aber so seht ihr jetzt einmal, was funktioniert und was nicht funktioniert. Obwohl sie jetzt nur 7 Lagen Stoff ausgestanzt hat mit der Mixmedia Standschablone, sind die Ergebnisse aber perfekt geworden. Ich möchte jetzt einmal die Rosetten und die passenden Teile aus dem Set ausstanzen aus Graupappe. Ich habe jetzt hier Pappe ungefähr in einer Dicke von 1 mm. Lege diese mir jetzt auf die zerkratzte Acrylplatte einmal drauf. Lege auch hier wieder die Stanzformen mit der Schnittseite nach unten auf die Pappe. Dann kommt jetzt wieder die Plastikmatte drauf. Und dann wieder die nicht zerkratzte Acrylplatte und dann wird das Ganze jetzt wieder durch die Maschine einmal durchgeschoben. Das Ergebnis ist perfekt geworden. Die Elemente lassen sich wie Butter aus der Pappe herausholen. Ich möchte die gerade ausgestanzten Graupappeteile mit Designpapier bekleben. Dazu kann man natürlich jetzt gleich die Teile auch aus dem Designpapier einfach nur so ausstanzen und dann mit Flüssigkleber auf die Pappe aufkleben. Ich möchte aber zum Beispiel extra Klebefolie verwenden. Das sind so Klebeblätter, die von beiden Seiten kleben. Diese könnt ihr auch perfekt verwenden, zum Beispiel für Stoff oder für filigrane Schriften, aber das zeige ich euch gleich noch. Diese Folie, die ziehe ich mir jetzt einmal ab und dann klebe ich mir die auf die Unterseite des Designpapiers einmal drauf. Ich möchte einmal diese beiden gewählten Kreise ausstanzen und damit diese mir nicht verrutschen, verwende ich gleich die Magnetmatte mit dazu. Deshalb lege ich mir die nicht zerkratzte Acrylplatte einmal auf den Tisch. Dann nehme ich die Plastikplatte. Dann verwende ich einmal die Magnetmatte. Dann lege ich mir dort meine Standschablonen mit der Schnittseite nach oben drauf. Dann das Designpapier mit der schönen Seite. Und zum Schluss die zerkratzte Acrylplatte. Und dann geht das Ganze einmal hier durch.
Ich habe jetzt die beiden ausgestanzten Elemente und ich habe ja jetzt hier drunter noch eine Klebeschicht. Die Trägerfolie kann ich mir einfach abziehen und dann kann ich mir das ausgestanzte Pappteil nehmen und das ganz einfach ohne Flüssigkleber hier einmal draufkleben und dann habe ich schon mein Chipboard oder mein Pappteil fertig. Ich möchte jetzt einmal ausprobieren, ob man mit dieser ganz normalen Schriftstanzform auch 1 mm Graupappe ausstanzen kann. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das funktioniert, weil das ja wie gesagt keine Mixmedia-Stanzform ist, aber ich möchte es gerne einmal testen. Dazu lege ich mir natürlich wie immer meine zerkratzte Acrylplatte hier hin, dann die 1 mm Pappe, dann die Stanzform mit der Schnittseite nach unten, dann nehmen wir wieder die Plastikplatte, dann die Magnetmatte und zum Schluss wieder die nicht zerkratzte Acrylplatte. Wie man sieht, ist es schon recht weit durch das Material durchgekommen, aber wir wollen mal schauen, ob sich das Ganze auch rauslösen lässt. Tatsächlich. Also das Wort Winter, das habe ich schon mal raus. Wie ihr sehen könnt, hat das Ganze sehr gut funktioniert, diese normale Schriftstanzform zu benutzen mit der 1 mm Pappe. Natürlich weiß man jetzt nicht, wie lange diese Stanzform auch wirklich scharf bleibt vom Material her, aber ich sag mal, wenn diese Stanzform an sich nicht so teuer gewesen ist, dann finde ich, kann man das ruhig öfters mal machen. Ich verwende sehr gerne so filigrane Schriften für meine Projekte und was mich da manchmal ein bisschen ärgert, ist einfach, dass man dann ja oft auch Flüssigkleber nimmt, um das mal eben schnell aufzukleben und dann quillt überall der Kleber raus, weil man einfach zu wenig Fläche hat, um den Kleber aufzubringen. Und deshalb habe ich jetzt hier ein Stück Designpapier vorbereitet und auf der Rückseite auch wieder diese doppelte Klebefolie draufgeklebt, weil wenn das Ganze dann nämlich ausgestanzt wird, braucht man auf der Rückseite nur die Klebefolie abziehen und dann kann man das Ganze ja direkt auf sein Projekt aufkleben, ohne dass, wie gesagt, irgendwo Flüssigkleber rausquillt. Und das möchte ich jetzt ebenfalls einmal ausprobieren. Ich möchte, dass meine Stanzform jetzt gleich auf dem Papier an der Position liegen bleibt, wo sie liegen bleiben soll. Dazu verwende ich jetzt einmal die nicht zerkratzte Acrylplatte. Dann nehmen wir einmal die Plastikmatte, dann einmal die Magnetmatte. Dann legen wir die Stanzform einmal dort drauf und dann einmal das Papier mit der Schönseite auf die Stanzform. Und dann zum Schluss einmal die zerkratzte Acrylplatte. So, dann wollen wir einmal schauen, ob das Ganze ausgestanzt wurde. Und wie ihr sehen könnt, ist es perfekt ausgestanzt worden. Und man kann jetzt mit einer Nadel sich das Ganze hier rausholen. Wenn ihr jetzt das Ganze auf euer Projekt aufkleben wollt, braucht ihr nur hinten diese Trägerklebefolie einmal abziehen und dann könnt ihr das direkt einmal aufkleben. Ich möchte jetzt einmal circa 2 mm starke Graupappe ausstanzen mit diesen Ribbon Buckles. Das sind so Klammern, wo man Bänder zum Beispiel auch durchziehen kann. Ihr könnt diese aber auch an Papier anheften, soweit ich das weiß. Und diese verschiedenen Motive habt ihr hier einmal enthalten. Und ich möchte jetzt diese drei einmal ausstanzen. Dazu verwende ich jetzt wieder meine zerkratzte Acrylplatte, lege dann mir die 2 mm starke Graupappe da drauf, lege mir dann die Elemente auf die Pappe. Und weil das jetzt schon sehr dick ist, verwende ich erst einmal nur die andere Acrylplatte. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, dann müssen wir ein bisschen aufbauen. Wie man sieht, ist das Ganze jetzt leider nicht gestanzt worden,
Also lege ich mir das nochmal drauf. Denn man kann besser die Platten aufbauen als direkt zu viele. Wobei natürlich die Gemini nur die Platten reinzieht, die auch durchpassen. Ich nehme jetzt noch mit dazu erst einmal nur die Plastikplatte und lege dann wieder die andere Acrylplatte oben drauf. Wie ihr sehen könnt, sind jetzt die drei Elemente perfekt ausgestanzt worden. Man hat auch schon gemerkt, dass die Maschine jetzt mehr zu tun hatte vom Druck her. Das heißt, ich würde auf gar keinen Fall mehr Platten zum Schichten mit dazu verwenden. Das müsst ihr auch zu Hause mal ausprobieren für euch, denn umso dicker das Material, was ihr ausstanzen möchtet, umso weniger Platten dürft ihr für den Aufbau verwenden. Ihr könnt zum Beispiel natürlich diese Pappteile jetzt an den Rändern zum Beispiel noch mit Stempelfarbe einfärben. Ihr könnt diese natürlich mit Farben anmalen oder auch mit Stempelfarbe, ja, betupfen. Das müsst ihr mal gucken, was euch so am besten gefällt. Ihr könnt natürlich aber auch, wie ich euch das vorhin schon gezeigt habe, das Designpapier noch ausstanzen, dort drunter so eine Klebefolie kleben und dann einfach nachher das Designpapier auf die Elemente kleben. Und dort, wo ihr diese Schlitze habt, da könnt ihr jetzt zum Beispiel Band durchfädeln. Zum Schluss habe ich mir gedacht, dass ich mit euch noch etwas Filz ausstanzen möchte. Dieser ist jetzt circa 1 mm stark und dann habe ich gleich noch einen, der ist 2 mm stark. Und beide Filzstücke möchte ich mit diesen wunderschönen Blättern einmal ausstanzen. Auch hier verwende ich wieder meine zerkratzte Acrylplatte, lege dort wieder meinen Filz drauf, dann lege ich diese Blätter mit der Schnittseite nach unten auf den Filz einmal drauf. Wie man sieht, kriege ich aber gerade nur zwei Formen drauf, aber das reicht ja zum Zeigen. Dann nehmen wir wieder die Plastikplatte und dann einmal die nicht zerkratzte Acrylplatte und dann kurbeln wir das Ganze einmal wieder durch. Und wie ihr hier sehen könnt, auch der 1 mm Filz ist super scharf, ohne auszufransen, ausgestanzt worden. Da dieser Filz schon recht dick ist, möchte ich jetzt nur die zerkratzte Acrylplatte verwenden und die nicht zerkratzte. Wir werden die Plastikplatte erst einmal weglassen, legen uns die Elemente auch wieder hier drauf mit der Schnittseite nach unten. Der Druck hat jetzt nicht ausgereicht, also verwenden wir doch wieder die Plastikplatte mit dazu, legen dann auch oben wieder die nicht zerkratzte Platte drauf. Und dann wollen wir mal schauen, ob das Ganze jetzt einmal durch den 3 mm Filz gekommen ist. Wie ihr sehen könnt, ist das erste Blatt sehr gut ausgestanzt worden, das zweite weiter unten schon weniger gut und das kleine wieder relativ ordentlich. Ihr seht jetzt aber auch, dass meine Acrylplatte sich etwas verbogen hat. Das wird mitunter daran liegen. Jedoch sage ich mal, ist natürlich 1 mm Filz oder 2 mm Filz doch etwas besser geeignet als der 3 mm, aber das muss man zu Hause einfach austesten. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Testergebnis, mit den Mixmedia Stanzformen und auch mit der normalen Schriftstanzform, zum Beispiel dünnere Pappe auszustanzen, um diese dann auf ein Projekt zu kleben oder auch das Designpapier mit der Klebefolie ausstanzen zu können, sodass ich das auf ein Projekt ohne Flüssigkleber aufkleben kann, genauso wie den Testlauf mit dem Stoff und auch den verschiedensten Stärken an Pappe und auch an Filz. Vielleicht fällt dir ja noch eine weitere Idee ein, was man mit den Mixmedia Stanzformen ausstanzen kann. Während ich gerade so drüber nachdenke, fällt mir persönlich jetzt auch noch Klarsichtfolie ein, das wäre nämlich auch noch interessant.
Laut dem Hersteller soll man auch noch Kunstleder, Leder und Kork ausstanzen können. Ich bin mir aber auch recht sicher, dass das Ganze auch noch mit Glitzerpapier und Moosgummi funktionieren wird. Ich habe all die Sachen jetzt nicht hier, deswegen habe ich das auch nicht mit in das Video genommen. Glitzerpapier fände ich aber, wie gesagt, auch noch sehr interessant. Wenn ich mal irgendwann mit der Gemini Junior nochmal was mache, werde ich euch das sehr gerne zeigen. Außer ihr habt daran noch Interesse oder euch fällt noch irgendetwas anderes ein, was ihr gerne sehen möchtet, dann schreibt mir unten einfach einen Kommentar in die Kommentarfunktion rein und ich werde das Ganze nochmal sehr gerne mit aufnehmen. Ansonsten bin ich erst einmal mit meinen Testläufen bezüglich der Gemini Junior durch. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch geben würdet. Und dann wünsche ich euch allen mit euren Maschinen, egal ob es eine zum Kurbeln oder eine elektrische ist, weiterhin viel Spaß beim Stanzen und Prägen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!